Kennt ihr diesen Fehler? Der tritt bei mir manchmal auf. Und zwar, man gibt den Druckauftrag raus, alles sieht normal aus, aber wenn man genauer hinguckt, hat er am Anfang, statt das Filament rein zu transportieren, rausgepumpt. Ja? Einfach rausgezogen. Man kann das sehen, wenn das Rädchen sich rückwärts dreht. Dieser Fehler passiert immer in der Folge, nachdem man einen anderen Druck abgebrochen hat. Und zwar wird der G-Code beim vorzeitigen Abbruch wird eine abschließende Zeile des G-Codes nicht abgearbeitet, die erst am Ende des normalen G-Codes genannt wird. Ihr könnt diesen Fehler ganz einfach umgehen, indem ihr, nachdem ihr einen Druck abgebrochen habt, erstmal unter Tools geht und unter Change das Filament wieder reinbastelt, ne? Einfach innen drücken und so weiter. Und dann aber ein Reset macht, das ist wichtig. Danach macht ihr ein Reset und dann druckt er wieder normal weiter. Einfache Lösung.